Du bist in allererster Linie Künstlerin. Und ich denke immer wieder, es ist schon was sehr Besonderes, dass es deine so eigene Biografie ist, der wir da nahe kommen dürfen. Und du gleichzeitig ja auch in dieser Formensprache immer eine Sachlichkeit bewahrst. Versuche ich, Bilder zu schaffen, die meine Art von Geschichten erzählen können. Es handelt sich immer um Geschichten, die der Schönheit mit das Zusammenklappen von Schönheit gleichzeitig zeigt. Ich denke, das ist eigentlich ein guter Moment für Kunst, wenn das überfordert, wenn Fragen aufwirft und der Betrachter auch mit der Frage konfrontiert, wo stehst du, was machst du? So wie ein Hauch von Schönheit, eine Hoffnung, von Utopien, Idealen. Jede von uns soll einen Schritt nach vorne gehen, nur einen Schritt. Dann schaffen wir das. Wir kommen unserem Ziel näher. Junge Frauen besonders, die diesen Erniedrigungen nicht mehr ertragen wollen. Die wollen einfach in Würde leben. Dass diese Bewegung im Grunde das Beste ist, was diese Gesellschaft bis jetzt hervorgebracht hat. Vielleicht bin ich auch euphorisch, aber alleine diese Parole ist so progressiv, so lebensbejahend, so divers, so jung. Was ich beobachtet habe in Teheran, ist, dass diese revolutionäre Bewegung sich nicht nur in Demonstrationen zeigt, sondern im Alltag. Das erste Anzeichen der Veränderung sind Haare, Haare der Frauen. Jede von diesen Frauen ohne Kopftuch, diese freie, einfach Haare, an die hängt auch die ganze Parole mit. Die erinnern einem auch an diese ganzen Parolen, die auf die Straße gerufen werden. Jede irgendwie Haarsträhne bedeutet auch nieder mit der Diktatur, bedeutet auch Frau, Leben, Freiheit. Das heißt, das sind Anzeichen, das ist gelebte Revolution. Ein junger Mann hatte wohl Kopftücher, hat er verkauft, aber hat gesagt, irgendwie Halstücher, Halstuch. Oder und dann meinte er, man kann es auch an Hals binden. Was machst du dann? Das war wirklich so schön, wie er so eine tolle Lach, mit so einem tollen Lachen gesagt hat, leben, ich werde mal leben.